Vollstreckung wurde autorisiert. Moin Leute, ein neues Gameplay-Commentary ist am Start und wir spielen eine Runde Abschuss bestätigt auf der Map Drone mit der PDW und den Aufsätzen schnelles Magazin und schnell ziehen und zu Anfang direkt erstmal ein super toller Tod. Yeah! Ja, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen, denn das Gameplay ist trotzdem, ich finde, sehr gut geworden, auch wenn es mit der ziemlich fasten PDW entstanden ist, die ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie von den Spielern so gehandhabt wird, dass man die mit Skills spielen muss, anvisieren, sondern es wird einfach mal aus der Hüfte drauf gesprayt und das Ding ist ja, mal abgesehen davon, dass alle SMGs oder generell alle Waffen mega genau aus der Hüfte sind, noch genauer als wenn man anvisiert, ist die PDW mit am schlimmsten eigentlich. Aber ich habe versucht hier schön anzuvisieren. Mein letztes Gameplay war ja auch schon mit der PDW. Und hier noch ein mega geiler Tod. Hier in der Aufnahme muss ich sagen, habe ich ihn im Nachhinein gesehen. Aber als ich dann gespielt habe, leider nicht. Beziehungsweise ich habe ihn zwar auf der UAV gesehen, aber ich habe nicht so wahrgenommen, dass er da 2 Meter neben mir hockt und mich sieht. Aber nun gut, davon lassen wir uns auch nicht unterkriegen, denn es geht weiter. Und das ist auch so ein Ding. Viele denken ja immer, bin nach einer halben Minute gestorben, kann sich schon klinken, das Gameplay. Einfach mal weiterspielen, da kann immer noch was Geiles rauskommen. Genauso wie hier. Ich finde es ziemlich geil, letztendlich Endscore. Und ich habe auch mit ein paar Leuten aus der Party zusammen gezockt. Und zwar dem Alvik, dem Endmaster HD. Alvik HD, Entschuldigung. Naja, kriege ich noch einen auf den Deckel. Und der Brotscheibe. Beziehungsweise der Endmaster war aber AFK, mehr oder weniger. Obwohl, mehr oder weniger ist gut, der war AFK. Und ist dann nachher rausgeflogen und nachgejoint und war dann im Gegnerteam. Also nicht, dass ihr euch nachher wundert, der ist im Gegnerteam, die sind ja am Boosten und das geht hier so nicht an und das kannst du nicht machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht denkt, ich hätte da irgendeinen Scheiß gemacht. Ich nehme ja nicht meine eigenen Teammates mit in ein Spiel und lasse sie dann im Gegnerteam spielen, um die dann abzumorxen und so weiter und so weiter. Ist ja auch gar nichts. Wer die Anspielung gemerkt hat, egal. Schön, kriegt einen Daumen und wer nicht, der halt nicht. Aber gut, kommen wir aber doch jetzt endlich mal zum Thema dieses Commentaries. Denn ich habe mir gedacht, zu dem Thema könntest du mal ein Commentary machen. Es ist zwar ein Thema, das, denke ich, viele schon angesprochen haben. Aber ich habe gedacht, ich sag auch mal was dazu, einfach weil ich Bock drauf habe. Und zwar geht es um den 21. Dezember 2012, den Tag, an dem die Welt untergeht. Ja, morgen geht die Welt unter, yippie-yay, Schweinebacke. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich denke, da wird nicht viel passieren. An dem Tag, das wird ein Tag wie jeder andere sein. Es ist einfach nur unglaublich, wie das gehypt wird von allem Möglichen, von den Medien und sonst wo auch. Einfach, ja, weil irgendwie jeder darüber Bescheid weiß und man kann es einfach hypen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, was am Freitag passieren wird, aber nicht weil die Welt untergeht oder so, oder weil ich das denke, sondern weil ich die auslachen will, die daran gedacht oder die geglaubt haben, die Welt würde untergehen. Ich meine, sorry Leute, auf einmal geht die Welt, nein, das ist, auf einmal soll die Welt untergehen, irgendwie, nein. Und wo wir eben gerade auch schon bei Hypen waren, ich weiß nicht, ob einer von euch die Bild-Zeitung liest, ich tue es nicht. Mich würde es aber mal brennend interessieren, ob einer von euch weiß, ob die Bild-Zeitung da irgendwas schon zugeschrieben hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch nichts dazu geschrieben haben. Spätestens wahrscheinlich am 21. Dezember, also am Freitag, wird er wahrscheinlich fett als auf dem Titelbild stehen. Heute geht die Welt unter oder irgendwie so ein Scheiß. Da wette ich drum.
es wird wahrscheinlich auch in jeder anderen Zeitung stehen, aber nicht so fett wie in der Bild. Wahrscheinlich so ein kleiner Artikel irgendwo am Rand. Heute geht die Welt unter oder so. Aber in der Bild, da gibt es wahrscheinlich wieder Titelblatt und 10 Seiten dann noch zusätzlich dazu, wo die ganze Verschwörungstheorie aufgedeckt wird im Bild-Style. Also im Prinzip dumm rumgeschwafelt und einfach nur provoziert. Deswegen lese ich auch so einen Scheiß nicht. Aber nun gut, ihr könnt mir gerne dazu schreiben, was ihr davon haltet, von dem Weltuntergang, der Apokalypse, das jüngste Gericht, Johannes Offenbarung, Johannes hat es vorhergesagt, auch schon wie Biene Maja. Okay, der Biene Maja-Witz, der ist alt, egal, benutzen wir trotzdem. Und ja, mich würde das ehrlich gesagt brennend interessieren, was ihr davon haltet. Denkt ihr auch, das ist totaler Mist? Vielleicht ist ja der ein oder andere bei euch noch dabei, der sagt, da wird vielleicht nicht die Welt untergehen, aber irgendwas Schlimmes wird da auf jeden Fall passieren. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein bisschen Zeugen Jehovas-like, finde ich. Dieses, oh, die Welt geht unter. Bei den Zeugen Jehovas geht ja auch jedes Jahr die Welt unter. Und beziehungsweise sie treffen sich, dann sagen sie, oh, die Welt geht unter. Und wenn sie dann nicht untergegangen ist, dann heißt es wieder, oh, wir haben noch ein Jahr bekommen. Unser Gott war so gütig und wir dürfen noch ein Jahr auf dieser scheiß Welt bleiben. Das ist auch total lächerlich, wie ich finde. Das ist... Was soll das? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Vielleicht kann mir das ja auch einer erklären, was der Scheiß soll. Aber nun gut. Ich wollte jetzt auch aufhören, daher über Zeugen Jehovas zu reden, weil so viel weiß ich jetzt auch nicht darüber, dass ich da jetzt ganze Facharbeit drüber schreiben könnte und euch da jetzt auch noch Scheiße auftische. Und hier jetzt auch geile Story, er ist AFK am Start, schenkt mir erstmal 150 Punkte, dann kommt Etten da hinten an den Start und meint, er könnte mich mal abschießen, ist aber zu blöd dafür. Ich liege hier jetzt noch ein bisschen rum, hoffe, dass er rauskommt. Jetzt geht er und Etten wirft natürlich dann eine Granate vor die Tür. Das ist ein richtiger Schlauberger und er hier hat auch noch nie was von Zielen gehört. Das ist teilweise schlimm. Also die Gegner, die waren echt sau blöd, muss man jetzt ganz einfach mal sagen. Deswegen ist das auch ein ziemlich geiler Endscore, wie ich finde. Der geht, also ist auch einer meiner besseren Gameplays. Das Gameplay ist auch noch frisch aus der Mache. Das ist von Dienstag. Das habe ich Dienstag noch erzeugt. Ich habe gedacht, so, du brauchst jetzt langsam ein Gameplay. Du willst ein Commentary machen. Nicht, dass ich mir hier nachher eins irgendwie leihen müsste. Das ist auch irgendwie blöd, finde ich. Kann man später mal machen, wenn man größer ist. Aber ich denke, jetzt kann man das noch machen. Und die Runde hat mir auch ehrlich gesagt ziemlich Spaß gemacht. Aber es ist wieder das eingetreten, was ich halt von vornherein gesagt habe. Die Spieler machen das Spiel kaputt. Die Community ist einfach so abgefuckt, dass sie wieder schaffen, das Spiel kaputt zu machen. Und dieses Spiel oder dieses Gameplay war einfach wieder das perfekte Beispiel dafür. Wenn man die richtigen Gegner hat, kann das Spiel auch Spaß machen. Und guck mal, wie leicht die sich abschlachten lassen. Das ist einfach... Er kommt mit dem Messer auf mich zugerannt. Junge, das ist ein First-Person-Shooter und kein First-Person-Slayer. Junge, das ist echt... manche Leute wissen nicht, was FPS heißt. Okay, unglaublich. Jetzt wollte ich aber zum Schluss, bevor das Gameplay dann doch zu Ende ist, wollte ich schneller was sagen. Und zwar... Ihr wisst ja, dass ich momentan das Far Cry 3 Let's Play am Start habe. Und noch jetzt auch nebenbei auch noch das Black Ops 2 Zombie... die Zombie-Parts auch noch nebenbei hochlade. Heute wird kein Zombie-Part kommen, dafür kommt dieses Commentary. Das schaffe ich einfach nicht, das auch noch hochzuladen. Drei Videos an einem Tag, das ist ein bisschen heftig, vor allem weil die Far Cry 3 Videos extrem groß sind. Die sind ungefähr doppelt so groß wie ein Black Ops 2 Gameplay von der gleichen Länge. Das ist teilweise echt heftig. Aber nun gut, das Gameplay geht jetzt auch dem Ende entgegen. Und ich denke mal, ihr seht schon, 5 Sekunden, 83 zu 35, das wird
extrem schwer jetzt noch zu gewinnen für uns, ja, oder auch nicht. Das Zeitlimit ist abgelaufen, wir haben leider nicht mehr geschafft, die 100 Marken, aber nun gut, ich finde es ist trotzdem ein ziemlich geiles Gameplay, denn ich habe 40 zu 3, finde ich ziemlich geil, vor allem weil ich auch nicht groß gekämpft habe. Ich habe eigentlich gar nicht gekämpft, oder? 24 Bestätigungen und einen verwehrt. Okay, 40 Abschüsse, 24 bestätigt, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber wir haben ja gewonnen, ich habe die Kills gemacht und ein schönes Gameplay erspielt. Und ich würde einfach mal sagen, das war's für heute. Macht's gut, vielleicht sehen wir uns morgen wieder oder die Welt ist schon untergegangen. Und Bananarama.